Ich bekomme diesen Verkiner nicht aus dem Kopf. Was soll ich nur mit ihm machen? Das hat auch nicht... Das funktioniert also gar nicht, wie ich das möchte. Wasserfall. Ich bekomme diesen Fack. Okay. Stab? Der Stab will, dass ich seinen Zauber darauf richte. Na gut, also der Rachwan möchte gepflückt werden, weil die Göttin das befiehlt, keine Ahnung. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Der wird uns doch gleich wieder verarschen. Huch! Wir haben einen Rubin gefunden. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du... Ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Nanu? Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Schön, dass dich das Rätsel interessiert. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert,
Der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Sorry, aber da bin ich leider... Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Raschtulswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen. Ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus. So herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Ja, das wissen wir ja mittlerweile schon, aber wir verraten erst mal. Ist es nicht offensichtlich? Der Skarabäus steht für den Käferschlüssel und der Stein für die Grabtür. Beide sind ohne einander wertlos. Aber warum erschien die Schrift dann erst, als der Schlüssel bereits im Schloss war? Außerdem schien Satya sehr erschrocken zu sein, als sie sie las. Was wusste sie, was wir nicht wissen? Na okay, dann. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt! Wo ist er hin? Au, mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschtulswall, von Drachen erbaut. Eulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Damit sind wir auch schon in Kapitel 4, meine Damen und Herren. Es spitzt sich zu langsam. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Und weißt du auch noch... Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang. Erinnerst du dich daran? Ja. Hinter den Mühlen. Und jetzt denke an... Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den grummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Ich mochte Isida. Ach,
Wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Was haben wir denn hier? Jungnovize. Dozent. Nach oben. Igitt! Breda? Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Drakonia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das das Haus des Magisters. Schön, dass wir mal andere Teile der Stadt sehen. Das ist eigentlich auch eine coole Idee, dass man immer in andere Teile der Stadt kommt. Krähen haben wir hier. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nori? Tut mir leid, Ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Oh, das war jetzt natürlich nicht so dolle. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Oh, ganz schön angepisst momentan. Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Und jetzt sind wir anscheinend in der Rolle von Nori, mal seit langem wieder. Aber hier geht's erst beim nächsten Mal weiter, denn hier würde ich eine kleine Aufnahmepause einlegen. Und ab nächsten Mal geht's dann mit der Nori weiter. Und ich hoffe, wir haben Nori jetzt nicht zu sehr verärgert, weil sie gerade ganz schön angepisst, weil wir die Krähen verjagt haben. Vielleicht möchte sie auch immer ein Vogel bleiben, vielleicht bleibt sie auch immer ein Vogel. Wir haben ja keine Ahnung eigentlich, was das angeht. Aber ich sehe hier schon eine ganze Menge Dinge. Guckt euch mal diesen Spiegel an hier. Sieht echt krass aus. Na dann, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann werden wir vielleicht noch erfahren, was es nun mit Satyas Geschichte auf sich hat. Bis dahin, adios. Und ich sehe übrigens schon die Festung im Hintergrund.